Gestern Abend war hier unser großartiger Freund, Star-Moderator ARD, Jörg Pilawa, zu Gast und hat uns Werbegeschenke von der Telemesse gezeigt, unter anderem Vox. Vox, mein Lieblingssender, habe ich festgestellt. Eigentlich mein Lieblingssender. Wir haben heute Mittag, Vox ist, man kann sagen, Vox ist der intellektuelle Sender von RTL, oder? Ja, relativ intellektuell, ja. Also die erfolgsgroßen Massensachen laufen bei RTL. Mhm. Die Rammelfilme und die bei RTL 2. Ja. Ja. Und sowas Tolles wie Ally McBeal zum Beispiel läuft auf Vox. Ganz genau. Ja, Vox ist also großartig und das hier sind die Werbegeschenke. Was ist quirlig und stark und gewinnt immer mehr Fans? Natürlich Vox. Und das Geschenk ist ein Schaum, ein Quirl, batteriebetrieben. Ja. Und zwei Espresso-Tassen. Sehr schön gemacht. Und ich habe gestern gesagt, Vox, schickt uns mal von diesen Geschenken welche rüber. Und zwar 300 Stück. Ja? 300 Stück, denn ich wollte 50, will das Team haben. Und 250 hätte ich gerne heute Abend hier im Publikum verschenkt. Ja. Schön, dass Sie sich freuen, aber das kommt daher, weil Sie mal wieder nicht richtig zugehört haben. Hätte ich gerne im Publikum hier verschenkt. Uns erreicht dieser Brief von Vox. Lieber Herr Schmidt, wie Sie sehen, erfüllt Vox alle Wünsche. Ihnen, Ihrem Team und Ihren Zuschauern einen quirligen Genuss, Ihr Lieblingssender Vox. Danke, Vox. Und wie viel haben Sie uns geschickt? 50. Ja, 50. Ja, okay, Moment. Es gab Zeiten, da wären wir froh gewesen, hätten wir überhaupt 50 gekriegt. Nur was machen wir mit 50 von diesen Quillomaten? Aqualatte heißt es, glaube ich, oder Latte? Nee, Aqualatte, ja. Wie heißt es? Aqualatte. Nee, nicht Aqualatte. Aerolatte. 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 Luftmilch. 50 hätte ich natürlich stillschweigend ans Team gehen können. Ist zu popelig, machen wir nicht. Sind die Zuschauer enttäuscht? Ja. Zuschauer enttäuscht. So, jetzt kann ich nicht 50 einfach im Publikum verteilen, gehen 200 nach Hause, haben keinen bekommen. Also haben wir uns gedacht, Moment, Essential Harvest. Sie haben hier heute in Köln-Mülheim die Gelegenheit zu ernten. Wir geben keine Waffen ab, ja, das Fernsehgeschäft ist dazu zu hart. Aber wir geben diese Voxomaten ab hier, dieses Vox-Quirl-Programm, das uns die Geschäftsleitung meines Lieblingssenders geschenkt hat. Und wir haben diese 50 Vox-Aqualatten draußen aufgebaut an der Straßenecke. Ja? Das heißt, Passanten, die hier zufällig vorbeikommen oder zufällig vorbeikommen, können sich einen solchen Aqualatomaten mitnehmen von Vox. Und damit die Zuschauer nicht irgendwie durch die Kamera abgelenkt sind, haben wir die Kamera versteckt. Hier im Auto. Der nächste Wagen ahnt noch nicht, dass wir das alles präpariert haben. Ein Film, wie wir ihn heute gar nicht mehr drehen könnten. Wer ist das denn? Oh. Jetzt habe ich gedacht, er fährt drauf, du, oder? Hält er an? Wer ist das? Moment. Der ist... Was ist das? Der, nee, ne? Der ist bestellt, oder? Nee, der ist nicht bestellt. Ich wette. Ich schwör dir, der ist nicht bestellt. Können wir ihn ansprechen? Nee. Aber er kann uns nicht hören. Nee. Ein Passat mit Freisinger Nummer. Der packt aber alle ein, ne? Ich schwör dir, es hat einer aus dem Team einen Kumpel angerufen oder was und gesagt, fahr vorbei. Ja, klar. Und hol es ab. Ja. Oder?
Ja, mit Sicherheit, weil der ist jetzt so schnell dahin gekommen. Ja, können wir noch näher ranzoomen? Denn es wäre doch ein wahnsinniger Zufall, dass jemand so schnell FSZE 559. Was? FSZE 559. Das kriegen wir aber raus, oder? Ja, das ist ja, wo fährt er denn hin? Er stößt zurück. Hat aber welche übrig gelassen. Wieso lässt er vier übrig? Das sind mehr, das sind neun. Ja. Was ist das denn jetzt für eine Nummer? Vielleicht ein ganz schlauer, damit es nicht abgesprochen aussieht. Lass mal neun stehen. Oder? FSZE 559. Ganz genau. Soll ich die Polizei anrufen? Ja. Das könnte zur Verwirrung stiften, oder? Ja. Wie soll ich ihn beschreiben? Dunkelhaarig? Er hat doch was Verbotenes gemacht. Du hast sie doch zum Wegnehmen dahingestellt. Stimmt. Das könnte ich aber versuchen, der Polizei zu erklären. Ja, ruf mal an. Die Polizei? Ja, das geht ja nicht. Ich kann dir nicht sagen, wir haben da jetzt... stell dir vor, ich rufe die Polizei und sage, wir haben da Aerolatte hingestellt, in der Hoffnung, ja, dass es weggenommen wurde. Jetzt kommt einer und nimmt weg und lässt neun stehen. Bitte verhaften Sie den. Das ist ja... Die holen ja mich ab. Ja. Aber ein Passat mit freisinger Nummer, das ist doch irgendwie, wo kommt der denn so schnell her? Aber wir müssen ja rauskriegen, wer der Halter ist des Fahrzeugs. Ja, genau. Ja, das kriegen wir jetzt natürlich nicht so schnell raus. Aber bis morgen wissen wir das. Bis morgen wissen wir, wem dieser Passat gehört. Und das kapiere ich jetzt überhaupt nicht. Kapierst du es? Nee. Du hast einen Verdacht. Zum Beispiel diese Mercedes damals, als wir Autos gezählt haben, gegen dich, die waren von mir bestellt, das ist klar. Ja, genau. Ja? Aber das hier ist es sozusagen, hätte die Nummer ja in gewisser Weise gekillt. Oder nicht? Also ich glaube, du hast recht, den hat jemand aus dem Team angerufen, hat gesagt, fahr dahin, möglichst, wenn du dich beeilst, bist auch nicht zu sehen, weil bis der irgendwie mit seinen Witzen am Anfang fertig ist und nimm so viel mit, wie du kannst. Bis der mit seinen Witzen am Anfang... Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Es kann auch niemand so hirnrissig sein und sozusagen für, 19 da geblieben, für 41 Aqualatte eine Nummer zu riskieren, die davon lebt, dass armselig diese Aqualatte da steht, einer vorbeigeht und vielleicht mal einen heimlich einsteckt. Oder? Wir werden es rauskriegen. Wir werden es rauskriegen, meine Damen und Herren. Die erste Nummer, die wir sozusagen bearbeitet haben, ja, ohne dass wir nicht mehr wissen, wer. Ist der Mercedes hinten Product Placement oder parkt er wirklich? Nee, der parkt wirklich. Der parkt wirklich, ja. Ja. Das weiß man heutzutage auch nicht. Das ist normal, weil neben uns ist ein Harley-Davidson-Shop. Ja. Das sind normale Fans. Gut, also, wir haben das bis morgen geklärt. Und dann wissen wir zum einen, wer der Halter des Fahrzeugs ist. Ja. Ja. Und wir wissen, vielleicht ist es einer der größten Zufälle überhaupt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe niemanden aus dem Team verdächtigt, weil ich kann mir nicht vorstellen, wer diese Art von Humor hat. Wirklich, weil ich würde brillanten besetzte Aqualatten verschenken, wenn ich wüsste... Es war echt der größte Zufall, seit ich Fernsehen war. Was war das? Andreas Hahner fährt nach Hause. Ja. Wieso fährt der jetzt ohne? Ja, hat er nicht nötig. Er hat eins eben. Aus. Zurück, meine Damen und Herren, zu den wirklich wichtigen Dingen in unserem Leben. Wir haben gestern Sie aufgefordert zu wählen, vor allem Sie, meine Damen, denn auch Jörg von Torra, habe ich jetzt gelesen, im Bunte, sagt, er möchte vor allem wieder die Frauen zurückholen. Und ganz vorne bei den Frauen in unserem Team
David Beckham und gibt schon Übersicht, wie die Frauen abgestimmt haben im Internet? Nö, da sammeln wir ja jetzt noch. Das soll ja nicht vorzeitig. Da wird auch keine Tendenz oder so bekannt gegeben. Nein. Und wir haben gestern gesagt, Platz 2 bei den Frauen bei uns im Team, Luis Figo. Luis Figo. Und da kamen wir auf die Idee, dass Luis Figo kürzlich geheiratet hat, eine unglaublich attraktive Frau. Und das hier ist Luis Figo und seine Frau Helen Svedin. Helen Svedin. Sie ist Skandinavierin. Ja, sie ist Schwedin. Sie ist Schwedin. Helen Svedin, Schwedin. Das ist die Frau von Luis Figo. Und beide sehen fantastisch aus, oder? Oh ja. Man kann aber nur für Luis Figo stimmen. Ja. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Hast du den Fahrer angerufen? Nein! Wo soll denn da der Gag dran sein? Einen anzurufen, packt die Dinge ein und fährt wieder weg? Brille. Das ist unglaublich. Ich wünsche, ich wäre bei der NATO. Da würde hinter meinem Rücken nicht so viel passieren, weißt du? Naja. Ganze Teile des Teams gehen auf Zehenspitzen raus. Das ist wirklich. Aber ich glaube, es ist die Strafe, weil sie oft böse waren, weißt du? Zeig doch mal ein paar Sharpie-Fotos. Wir kriegen das jetzt noch raus während der. Nein, ich sag dir eins. Das ist auch so ein Punkt. Unser Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Ja? Wird auch schon wieder genörkelt, hat eine neue Liebe, möchte heiraten und macht Urlaub auf Mallorca. Man kann sagen, vorgezogene Flitterwochen. Mhm. Turtelurlaub. Heißt schon wieder, warum ist er nicht bei der Truppe? Warum sitzt er nicht im... Das war cool. Ich glaube, das war echt. Das war echt. Das war echt. Wir haben aber jetzt auch rausbekommen, wer der andere ist. Moment, aber weißt du, warum das so echt war? Hast du gesehen, wie er mit dem Wagen abgedeckt hat? Hochinteressant. Und wie der andere zack, einfach nur so reingeschubst hat. Ja. Nicht wie wir die Laien hinten aufgemacht und Ding, sondern praktisch, das sah schon sehr, sehr professionell aus. Willst du es nochmal sehen? Können wir es wiederholen? Ja, bestimmt. Ja. Ja, ja. Schau mal an. Er hat sich umgeguckt. Vor, zurück, dann geradeaus. Dann kommst du sicher gut nach. Rein, schau dir das an. Ich sag's nochmal, völlig legal. Ja, wir haben sie hingestellt, um Menschen zu beschenken. Wer ist der Halter des Wagens? Ein Verkäufer bei WePlay, dem Klamottenladen hier hinterm Haus. Ein Verkäufer bei WePlay. Die erste Information, die ich bekam, war, dass der Wagen immer noch hier auf dem Gelände parkt. Ja. Und die zweite, dass es ein Verkäufer von WePlay ist. Wir können ihn morgen ja mal fragen, wie er da drauf gekommen ist. Ist er noch draußen bei dem Auto? Oder er müsste noch drüben bei WePlay sein? Ja, ja, eigentlich ja. Sollen wir ihn reinholen? Wir können doch mal rübergehen und fragen. Was ist mit dem? Der ist drüben im Land. Diese Jungs, hast du gesehen? Vorhin waren sie zu zweit, jetzt ist einer hinten drin. Nee, der saß eben auch schon drin. Der saß eben auch schon drin. Willst du rübergehen oder sollen wir ihn reinholen? Kann ich mit der Kamera rausgehen? Ja? Ja. Dann kann ich ja besser rübergehen, oder? Ja, dann geh mal rüber. Ich gehe mal schnell rüber. Ja. Morgen, Nico. Schön, dass Nico bitte. Ja. Hallo? Habt ihr das Kabel lange genug? Dann müssen wir hier durch unsere gemütliche, ein bisschen langsamer, ja. Wir müssen hier durch unsere gemütliche kleine Cafeteria gehen.
Und Replay ist direkt gegenüber. Also wir sind eigentlich gute Nachbarn und häufig kaufen wir da ein. So, hier ist der Zuschauerparkplatz, da drüben ist Replay. Sagt mir es, wenn ich zu schnell gehe. Reicht das Kabel? Reicht das Kabel? Ich geh mal so, dass ich noch in die Kamera schauen kann und bei Replay reingucke. Hallo? Ist denn der Kollege hier, der den Passanten der Freisicher Kennzeichen fährt? Ja? Er ist drin, er kommt gleich raus. Ja. Was macht er denn? Warum haben Sie denn gesagt, ihr seid gerade hier? Ich habe gedacht, er wäre da. Und was haben Sie jetzt da hinten gefragt? Ich gehe mal rein, ob er vielleicht da ist und vergessen hat. Jetzt ist er da wieder rein. Am besten wir gehen auch hier zur Tür rein. Ja. Hallo? Er hat abgeschlossen. Wieso das denn? Es wäre doch gratis gewesen. War doch ein Geschenk. Wo ist er? Wo ist er denn? Ich will dir doch nur mal was fragen. Wieso versteckt er dich denn so? Ich will dir doch nur mal was fragen. Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Da ist er. Ich will nur mal was fragen. Kommst du doch mal einfach raus, bitte. Kommst du doch einfach raus, bitte. Ich will nur was fragen. Kann man das nicht so lassen? Hallo? Ich will nur was fragen. Wenn ich nicht will, warum haben Sie denn die neuen anderen nicht für stehen lassen? Warum haben Sie denn die anderen nicht für stehen lassen? Er schließt sich hier ein, völlig misstrauisch. Und ich wollte nur fragen, warum er die anderen neuen Herren stehen lässt. Er rennt hier hin und her. Dankeschön. Ja? Hallo? Kann man noch mal raus? Nein. Ja, wo ist das Auto? Ach so, hier hinten um die Ecke. Das Einzige, was ich von Ihnen wissen wollte, weil ich sage, guck mal, es war kein Diebstahl. Wir haben das draußen hingestellt, damit wer sowas haben möchte, sich bedient. Das Einzige, was ich wissen wollte, ist, warum er diese neuen anderen hat stehen lassen. So, wo steht der Wagen? Ja, ich komme nicht weiter, weil die Kamera geht auch nicht weiter. Die Kamera ist draußen. Ich weiß nicht, dass er drauf bleibt. Können Sie das noch sehen? Geht jetzt immer weiter. Geht nicht. Bleib, halt das hier, nicht das. Ich bleib hier. Hier liegen 41 Bombs, Aqualatte. Ich sage es nochmal, die Sache ist völlig okay. Wir haben diese Quirl da vorne hingestellt, damit Herrschaften, die sich da vorbei bewegen, sich bedienen können. Und wir hätten nur gedacht, dass es in unterschiedlichen Konstellationen passiert, vielleicht Mutter mit Kind oder jemand alleine oder was weiß ich. Aber der eine Herr wollte sich nicht vor der Kamera äußern, sein gutes Recht. Und die anderen Herren, die das
Befreunde oder so noch geholt haben, waren, während ich draußen war in diesem betongesicherten Kassenhäuschen, noch mal da, und das können wir Ihnen noch mal kurz zeigen, und haben die restlichen abgeholt. Ja. Hier. Das war, während ich draußen war und versucht habe, den Herrn zu fragen, warum er 9 andere hat stehen lassen. Schon deutlich entspannter, finde ich, und wesentlich langsamer. Oder? Ja. Völlig okay, denn wir wollten sie ja verschenken und deswegen haben wir sie da hingestellt. Keine Aufregung, keine Anzeigen, es ist ein Geschenk von uns und die Menschen haben das richtig als Geste des Herzens verstanden. Und am Bewegungsablauf hat man gesehen, dass es auch eine Unsicherheit war, so ein Geschenk der Gastfreundschaft anzunehmen.